Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute zeige ich euch die drei besten Dungeons, um Items und Level zu farmen. Eigentlich war ich echt dagegen, sowas zu machen, weil jedes zweite TikTok ist, hier ist das neue beste Dungeon mit den besten Erfahrungen und Blizzard am nächsten Tag fixt das und alles ändert sich andauernd. Aber die drei Dungeons funktionieren seit Release, also seit einer Woche, da Blizzard hier und da ein bisschen was dran geändert, aber es ist, glaube ich, ganz gut zu wissen, was die drei besten Dungeons sind und da könnt ihr dann nach eigenem Belieben oder nach eigenen Vorlieben dann durchgehen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem, in Anführungsstrichen, schlechtesten an, das ist auch der, den Blizzard zuletzt gepatcht hat und das sind die Ruinen von Eridu. Die findet ihr hier in Havizar, hier unten. Ich zeige euch mal die ganze Karte hier unten in Havizar. Direkt links von Yveres liegt die Ruine von Eridu. Bis vor dem Patch war Ruinen von Eridu, ich weiß gar nicht, ob man es Patch nennen darf, weil es war keine neue Game-Version, sondern die haben einfach die Elite-Gegner hier angepasst. Bis vor dieser Anpassung war Ruinen von Eridu Geheimtipp, beziehungsweise ein offenes Geheimnis. Es war mit Abstand der beste Dungeon, um zu farmen. Und es war voll mit diesen Elite-Gegnern. An jeder Ecke hattet ihr irgendwie 3, 4, 5 Elite-Gegner. Und die Anzahl an Gegnern ist immer noch krass hier, aber die haben die Elite-Gegner ein bisschen runtergefahren. Weil vorher war es wirklich viel, viel, viel zu krass. Man merkt echt wirklich, dass es extrem genervt wurde. Man hat im Prinzip immer diese 8 gemacht und hat dann den Dungeon restartet. Ist nicht mehr so gut, deswegen ab zu Nummer 2. Die Nummer 2 findet ihr tatsächlich sogar direkt über den Ruinen von Eridu. Und zwar sind das die Blindhöhlen. Das war bis vor kurzem mein Top-Favorit. Den habe ich echt gerne gemacht. Ich würde sagen, den gucken wir uns auch mal eben an. Da bin ich auch schon angekommen. Bei den Blindhöhlen ist ganz wichtig auch, das ist das Dungeon, wo es auch ein Albtraum-Dungeon zu gibt. Das heißt, wenn ihr ein Blindhöhlen-Siegel habt, dann müsst ihr das auf jeden Fall machen. Das ist mit Abstand das beste Siegel, was ihr bekommen könnt. Weil hier, wie gesagt, sind die meisten oder sehr viele Elite-Gegner, viele kleine Gegner. Und im Albtraum-Dungeon sind die Gegner dann wahrscheinlich auch noch ein Level höher. Und ihr habt eine erhöhte Chance auf seltene Gegenstände. Und was ihr machen müsst, sind diese drei befallenen Dorfbewohner besiegen. Und ich würde sagen, ich mache einmal die ganze Karte auf und dann zeige ich euch einmal, was ihr genau machen müsst. Ich habe die Aufgabe fertig und so sieht die Karte aus. Was ich immer mache ist, ich gehe hier runter und dann laufe ich einmal hier außen entlang und einen Rundkurs und dann hier zum Endboss. Den zeige ich euch jetzt nicht, das ist nicht so spannend. Und jedenfalls ist hier, hier und hier immer so ein Gegner, den ihr besiegen müsst. Und dann habt ihr noch eine Höhle manchmal mit dabei, wo eine extra Aufgabe ist. Die skippe ich meistens. Und ich bin gerade nochmal durchgerannt und ich habe gemerkt, Blindhöhlen ist schon ziemlich nice. Blindhöhlen sind schon ganz nice, aber kommen wir jetzt zur Höhle, die noch besser ist. Und zwar ist das die Scirocco-Höhle. Da muss ich gerade mal schauen, wo die ist. Die ist, da ist die Scirocco-Höhle. In Kirgistan unterhalb von Jirandai. Könnt ihr direkt hinlatschen. Das war ich mal eben. Ich bin angekommen und ich würde sagen, die schauen wir uns einmal komplett zusammen an. Und währenddessen erzähle ich euch ein bisschen was zu, wie ihr die Erfahrung erhöhen könnt, die ihr bekommt. Und vielleicht noch einen kleinen Top-Tipp, wie ihr Items besser aufsammeln könnt auf der Konsole. Für die Erfahrung, da würde ich euch am besten mal ein Foto einblenden hier oben rechts. Ich hoffe, mein Katalog hat das jetzt gemacht. Und da seht ihr, dass es ganz viele verschiedene Ressourcen gibt, wie ihr eure Erfahrung erhöhen könnt. Das ist unter anderem dieser Trank, den solltet ihr sowieso immer aktivieren, wenn ihr unterwegs seid. Den kriegt ihr an jeder Ecke, den könnt ihr euch leicht erstellen. Und der bringt immer 5% mehr Erfahrung. Das klingt erstmal nicht so viel, aber stellt euch vor, ihr habt 10 Stunden gespielt. Und davon kriegt ihr dann einfach nochmal eine halbe Stunde geschenkt. Und hier sieht man auch gerade, hier sind Nummer 2 Elixiere. Also die findet ihr wirklich oft einfach so auch in der Welt. Das auf jeden Fall immer aktivieren. Dann gibt es nochmal einen Boost, je nachdem, ob
das Monster oder der Gegner hier über eurem Level ist. Das ist jetzt in der normalen Welt natürlich immer auf dem gleichen Level wie ihr, deswegen kriegt ihr da keinen Boost. Aber wenn ihr zum Beispiel Albtraum-Dungeons macht, dann sind die ein Level über euch oder mehrere Level über euch. Das geht bis maximal 15% mehr Erfahrung pro Level 5%. Das heißt, wenn der Gegner 3 Level über euch ist, dann bekommt ihr 15% Erfahrung on top. Dann gibt es natürlich noch den 5% Boost, wenn ihr mit einem Kollegen in einem Team seid, in einer Party. Und nochmal ein 1% Boost, wenn ein Mitspieler bei euch in der Nähe ist. Gibt auch nochmal 1% Boost. Da war ich gerade nicht auswendig, aber da habe ich ja das Bild eingeblendet. Da könnt ihr das nochmal ganz genau sehen. Und dann gibt es noch das kennt ihr bei den Legionen, gibt es noch das Lagerfeuer, das gibt auch nochmal 5%. Bin mir jetzt aber auch gerade nicht sicher, aber es wird ja auch eingeblendet. Und so kann man auf jeden Fall mal seine Erfahrungsausbeute extrem erhöhen. Und ihr merkt, die Scirocco-Höhle, die hat es echt in sich. Und ich hoffe, die wird nicht so krass genervt wie die Ruinen von Eridu, weil die sind echt entspannt hier. Enge Gänge, man kann sich nicht verlaufen. An jeder Ecke sind Elite-Gegner, auch nicht zu stark. Keine besonderen Widerstände oder so. Es gibt Schreine hier, also ist aktuell meine Lieblingsroute hier zu farmen. So viel zu ihren Erfahrungspunkten. Da habe ich ja gesagt, gibt es noch einen kleinen Top-Tipp. Und zwar dreht sich das um das Aufheben von Items. Das werden die PC-Leute wahrscheinlich nicht so nachempfinden können. Aber auf der PlayStation ist es so, dass man immer mit X das Ding aufnimmt. Und wenn genau daneben ein Gegner ist, kann man nichts aufnehmen. Und das ist richtig, richtig nervig. Dafür meine Top-Empfehlung: geht auf Spieloptionen, auf Steuerung und geht einmal runter bei Gameplay interagieren und Basisfertigkeiten kombinieren. Da habt ihr normalerweise einen Haken drin. Macht den raus, macht euren Basisfertigkeitsplatz auf was auch immer ihr wollt, wahrscheinlich X, und interagieren, das heißt Leute anquatschen, Türen aufmachen, Sachen aufsammeln, auf einen anderen Knopf. Auf dem Steam Deck habe ich das hinten auf dem Paddle, auf der PlayStation habe ich das auf R3, wie ihr seht. Und so kann ich auch, wenn Gegner in der Nähe sind, Sachen aufsammeln, einfach mit R3. Das ist extrem entspannt. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier noch ganz schnell die Höhle fertig, weil ich bin eigentlich auch schon fast am Ende. Und ja, würde mich extrem freuen, wenn ihr ein Follow auf dem Kanal da lassen würdet. Ich habe euch ja erzählt, bald kommen die Seasons, Mitte, Ende Juli, da gehen wir auf jeden Fall komplett rein mit dem Plan. Übrigens könnt ihr auch mal meinen Clan abchecken. Ich kann mal hier oben den Clan-Namen einblenden. Und ich merke gerade, ich hasse es, wenn die so immun sind. Hallo, macht die Immunität weg. Da könnt ihr auf jeden Fall mal im Clan mit vorbeikommen, wenn ihr aktive Leute sucht, mit denen ihr zusammen zocken könnt, falls ihr Hilfe braucht oder einfach ein bisschen zusammenspielen wollt. Ansonsten auf jeden Fall auch mal auf Twitch vorbeischauen. Das würde mich auch extrem freuen. Und falls ich noch nicht gesagt habe, ein Like auf dem Video würde ich mich freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.